Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kena Bridge of Spirits. Wir sind hier noch bei Toshis Siegeln, kann man sagen. Wir sollen ja hier durch und drei seiner Sachen holen. Pfad des Kriegers, okay. Also gestern sollte bei euch die... Was war das? Der Weg der Maske, also die Trauer gekommen sein, irgendwie sowas. Und jetzt kommt die Liebe und dann kommt noch die Reue. Wäre auf jeden Fall eine nice Scheiße. Sofern wir hier weiterkommen. Wenn nicht... Descent Trip. Achso, Sport. Okay, nee, müssen wir nicht tun. Mich würde eher interessieren, wie wir hier jetzt weiterkommen. Kann ich, ja, nee, funktioniert nicht. Könnt ihr direkt vergessen. Ah. Aha. Jetzt sind wir plötzlich hier. Auf einer ganz anderen Seite der Schose, würde ich mal sagen. Ach Gott, was wollen die von mir? Also da werde ich definitiv nicht alles holen können, weil ich gar nicht weiß, was die von mir verlangen. In den meisten Fällen so. Weil es wahrscheinlich x Wege gibt und ich hier schon nur hoffe, den richtigen zu wählen. Hä? Du willst sterben, du willst sterben, du willst sterben und du willst ebenfalls sterben und du da hinten erst recht. Und du erst sowieso. Mhm. Moment. Ja, klar. So, Moment. Aber ich hab schon nicht schlecht im Kopf.
Wie komme ich jetzt wieder rüber? Ja, meine Freunde, das wird jetzt etwas trickier. Oh. Ja, genau. Dann warte ich jetzt eben, bis alles wieder an Ort und Stelle ist. So, Moment, machen wir das so. Ha, perfekt. Einfach, ja, zeitverzögert, ne? Und jetzt sind wir ganz oben. Oder so. Auf jeden Fall schon fast im Boss-Area-Teil. Nicht beide direkt gleichzeitig durchdringen. Doch, geht eigentlich. Oh Gott. Warum? Wo kann ich jetzt lösen? Hier. Go. Go for it. Nee, oder? Nicht schon wieder. Ah. War sowas von klar. Das ist die Frage, ja, wo das hinkommt. Aber ich komme ja überall hin. Ach so, hier hin. So. Ich komme gleich wieder, ihr kleinen Dullis. So, gucken, was man hier oben finden kann. Dezent tricky, ne? Thank you.
Wie soll ich jetzt das anstellen? So. Heißt also, ich muss nochmal nachgucken. Pfad des Kriegers. Sorry, schneller ging nicht. True Story. Ah ja. Oh nee, 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 nee. Oh Gott, bitte, bitte lass mich oben sein. Nee, ich glaube, hier nehme ich am wenigsten mit. Echt nicht. Ich guck zwar, wo es hier lang geht, aber... nee.
So. Ich sage euch, wenn ich das jetzt nochmal machen muss, kotze ich im Strahl. So. Nein. Oh Gott, zu spät. Aktiviert. Oh. Boi. So dumm. So. Weg. Dann rein da in die Olga. Geisterpaus gesammelt. Juhu. Dann hier noch lang. Mann, ist das dumm. Wirklich dumm gemacht. Also gut, man ist jetzt wieder hier. Interessant. Hä? Muss ich das verstehen? Dankeschön. Ohne Scheiß, nie wieder den Schrott hier. Ging mir das gerade hart auf den Sack. Jetzt bekomme ich sicher noch solche Dullis an die Backe. Jetzt will ich endlich mal gucken, wie ich das mache. R2 und Viereck, um einen Rotthammer zu erzeugen. Okay. Ah, sehr gut. Let's go. Einfach mal bimmeln hier. Wir sind jetzt da. Wo willst du hin mit mir? Sicher in die Mitte. Oder einfach an den Anfang. Ja gut, das hat eine eigene Folge verdient, würde ich sagen. Aha. Okay. Ah ja. Oha, der wird ja richtig aggressiv, der Boy. Aber er ist ein Einzelkämpfer, wie man sieht.
Und fertig. Our village struggled, Toshi found few answers here. War das beim Alten auch so, dass ich irgendwo noch einen Ring hätte haben können, um stärker zu werden? Wenn ja, porte ich mich noch kurz zurück, gell? So, Moment, hier oben, Pfad des Maskenbildners hier, so. Ist hier auch so ein Ring? Oder bin ich komplett lost? Ja, hier ist auch so einer. Ja, nice. Noch mehr Leben kann nicht schaden. So. Der ist ja nicht mal verschwunden, der Ring. Verschwinden die nicht oder habe ich es gerade verkackt? Hauptsache, wir haben das Leben bekommen. Der Rest juckt mich so halt gar nicht. Ja gut, dann kriegen wir noch einmal ein Leben ab, so. Aber wir haben jetzt sowieso noch ein Date. Und das ist noch mit dieser Poster. Ne? Hier. Da hat es noch eine Truhe. Wir gehen natürlich jetzt von oben nach unten durch. So. Das nehmen wir, die Truhe hier. Nehmen uns den Rod mit, den wir hier kriegen. So. Dann gehen wir eine Etage runter, wo alles auch verseucht war. Nehmen diese Truhe mit. Nehmen den Hasenhut mit da. So. Da haben wir auch noch was zu mitnehmen.
Ist halt die Frage, was machen wir hier? Kann ich damit übers Wasser? Diesen Weg des Kriegers haben wir ja vorhin schon gemacht. Na, durch die Portale durch. So, und jetzt können wir zurück und dann machen wir die Reue im nächsten Part, Freunde. Vielen Dank schon mal fürs Zugucken. Das ist auf jeden Fall ein geschmeidiger Part gewesen. Einmal wieder, wo ich gehangen habe, wegen diesen, ja, Rätseln da. Aber ansonsten, alles gut. Ja, also solche Rätsel müsst ihr mir nicht entgegenschmeißen. Da bin ich wirklich nicht der Beste drin. So, wo ist der Nächste noch? Wo ist die Reue? Hier. Dann muss ich zuerst ins Dorfzentrum. Rennen wir mal hier zum Tor hin, damit ihr seht, wo wir dann landen. Dass ihr schon mal ein Bild davon machen könnt. Okay, da bin ich anscheinend noch selten lang gegangen oder habe das einfach nicht gesehen. So. Moment. Wenn ich aber hier nicht durchkomme. Das wäre nämlich eine Grundvoraussetzung, dass ich hier überhaupt weiterkomme. Ah, hier. Jetzt passt das Ganze. Hallo? Okay. Na, Wunderbärchen, hat doch geklappt. Woher kommt ihr Flitzpiepen denn? Hä? Warum kommen die jetzt schon? Thank you.
Na, wunderschöner Moment. Kommt jetzt sonst noch einer? Ach so, es ging um den da. Oh nee. Ist es dumm. Na wunderbar. Hä? Bin ich jetzt komplett bescheuert? Aber jetzt sollte es dann aufhören zu leuchten, ne? Dankeschön. Na, war klar. Okay, das war's komplett. Jetzt komme ich wenigstens auch von dieser Seite hier rüber. Immerhin komme ich jetzt auch so darüber. Ich habe ja da unten jetzt auch sowas wie einen Schnellreisepoint. Ja, nur das kann ich nicht lösen, weil mir fehlt das gewisse Accessoire dafür. Wenn man das so nennen kann. Aber gut, vielleicht kriege ich das am Ende. Aber soweit es nicht ist, let's go. Und wie das Ganze aussieht, sehen wir im nächsten Part, Freunde. Tüdelü.